Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Letztes Mal haben wir es geschafft, unsere ersten zwei Schmelzen für Eisen und Kupfer an den Start zu bringen. Und nachdem ich gesehen habe, das nächste, was wir brauchen, wird wahrscheinlich Stahl sein. Drum. Ja, die nächste Schmelze. Die Stahlschmelze ist im Prinzip eine doppelte Eisenschmelze. Zuerst müssen wir Eisen schmelzen und aus Eisen machen wir dann Stahl. So. Brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr von denen und dann ein paar Förderbänder. Liegt noch ein Stein im Weg. Okay. Brauchen natürlich Strom. Dann müssen wir wahrscheinlich bald schon schauen, wie wir mit dem Strom umgehen. Okay. Hier kommt Eisen raus und auf der inneren Bahn haben wir Kohle und es mangelt an allem. Hauptsächlich aber an Eisen. Scheint so, als hätten wir inzwischen ein paar Greifer. Sehen wir die mal. Der gegenüberliegenden Seite genauso. Das war's dann auch für den ersten Teil. Das muss hier rum. Das muss auch eins länger sein. Und dann, Kohle liegt innen. Das heißt, wir machen das so. Und dadurch
bekommen wir jetzt hier von hier Eisen rauf auf diese Seite und von hier und hier ziehen wir Kohle weg und haben somit quasi nochmals Band eins höher. Richtig. Brauchen hier unten Splitter auch keine mehr. Und es fehlt schon wieder an Eisen. Ein Greifer zu viel. Und wahrscheinlich reichen die nicht. Nein, natürlich nicht. Auch die Greifer werden nicht reichen. Natürlich. So. Ja. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dann brauchen wir hier noch etwas Strom. Hier und da und da und dort. Natürlich unsere hölzernen Masten alle. Et voilà. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Kohle und Eisen anschließen. Kommen wir von hier drüben. Oder auch nicht. Eisen und es. Wie sieht's denn hier mit der Forschung aus? Hier läuft immer noch. Wir haben etwas in petto. Keine Kohle mehr. Ja, das ist ein Problem. Aber glücklicherweise eins, das lösbar ist.
brauchen wir noch Kohle. Dann sollten wir Stahl bekommen. Jo, alles angeschlossen. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Oder? Sind hier aus. Hier kommen wir schon ziemlich nahe ran. Heißt, vielleicht bauen wir uns etwas mehr Munition, indem wir jetzt ja eine relativ zügige Produktion an Eisen haben. Ein volles gelbes Band. Können wir da auch mal was brauchen? Sieht es denn hier drüben aus? Haben wir schon Stahl? Ein ganz klein wenig. Reicht noch nicht für eine schwere Rüstung. Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Eisen rausbekommen, weil wir zu wenig Eisenerz einspeisen. Aber ich hoffe zumindest, dass das wird sich ändern. Und wir gehen mal schauen, wie es da unten so aussieht bei dem Nest da. Was wir da so machen können. Das letzte Mal hat ja eigentlich ziemlich gut funktioniert, wo wir etwas im Hintergrund Türme hatten. Überall ein bisschen rein und dann kann ich hoffentlich die Aliens hier hochlocken. Die werden dann von den Türmen entsorgt und ich kann mich um die Türme kümmern. Okay. Sieht so aus, als hätten wir hier unten keine Spucker. Was das Ganze etwas einfacher macht.
Solange ich hier im Radius der Türme stehe, bin ich ziemlich sicher. Und ich muss einfach auf die Nester draufhalten. Braucht ein bisschen Munition. Aber je länger wir warten, umso stärker werden die Aliens. Und dann braucht das umso mehr. Okay. Das Nest ist weggeräumt. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, wie es mit dem Nest da oben aussieht. Das wird nämlich das nächste sein. Und ich habe so den dunklen Verdacht, dass da Spucker dabei sind. Aber das werden wir gleich sehen. Yep, da haben wir Spucker. Okay. Der erste Spucker ist hinüber. Die anderen sind da etwas im Feld. Das so mache. Pariere. Okay. Zweite Spucke ist hinüber. Und ein bisschen Fisch, das hilft. Und dann kann ich mir in aller Ruhe die Nester gönnen, hier mit der Rückendeckung kein Problem. Alles, was es braucht, ist Munition. Letztes Nest. Und das letzte. Okay, der erste Turm hat keine Muni mehr. Aber das schaffen wir auch so. Da war. Dann sollte ich vielleicht mal schauen, wie es aussieht
mit unserer Energie. Jetzt, wo wir groß ausgebaut haben mit Schmelzen und so. Nicht, dass unser kleines Kraftwerk da unten abkackt. Ja. Sind da am Rande. Könnt ihr auch daran legen, dass nur eine der Turbinen läuft. Die ersten zwei Förder haben bereits kein Erz mehr. Was ist da los? Ein Angriff? Aber nicht lieb von euch. Und auch den Strommasten. Okay. Scheint so, als hätten wir hier drüben noch irgendwelche Aliens. Hier, wir jetzt einfach mal machen können, ist ein Turm mit ein bisschen Munition drin. Das sollte fürs Nötigste reichen. Und damit sind wir auch schon an der Ende von dieser Episode. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hoffentlich mehr Fortschritt machen. Hauptsächlich mit unserer Forschung. Die ist momentan etwas langsam. Mal schauen, was wir da machen können. Also, bis dann und tschüss!